Guten Tag, mein Name ist Christian Kassler, ich bin Programmierer und habe das Programm geschrieben CatKais Arbeitsstunden und das wollte ich euch heute kurz vorstellen. Nach dem Starten habt ihr erstmal hier die Möglichkeit, euch als Administrator einzuloggen. Wenn jetzt noch kein Passwort dafür festgelegt ist, dann kommt ihr dann direkt in dieses Fenster hier und ihr könnt dann hier oben Administrator Passwort festlegen, ein Passwort festlegen, dass nur ihr dann in diesen Bereich kommt. Und ihr könnt hier jetzt Benutzer verwalten. Das heißt, ihr könnt die einzelnen Mitarbeiter hier anlegen. Ich habe jetzt einfach mal hier einen Mitarbeiter A genannt. Ich kann ja nochmal einen neuen anlegen. B, so. Und jetzt können sich die Benutzer hier einloggen. Achso, ich hatte kein Passwort festgelegt. Einloggen. Dann haben Sie dieses Feld hier Arbeitszeit erfassen, können dann hier den Ort angeben, die Tätigkeit, die Sie gemacht haben, dann die Zeit von bis, das Datum, dann können Sie noch Bemerkungen dazu schreiben. Sie können eine Pausenzeit einstellen hier. Sie können auch hier Pausenzeiten von bis eingeben. Dann können Sie anklicken, entweder Auswärtsübernachtung oder nicht. Ob die Anfangszeit und die Endzeit gleich sein darf. Oder ob die Endzeit kleiner sein darf als die Anfangszeit, zum Beispiel bei Nachtarbeit über Mitternacht dann hinaus. Und dann kann ich hier klicken, OK, erfassen. Dann wird das erfasst. Ich kann mir jetzt hier als Arbeiter, die meine eingegebenen Sachen hier angucken. Kann hier anklicken, nur aktueller Monat. So, und das können nun alle Benutzer halt machen. Die können sich hier einloggen, können ihre Daten eingeben. Hier kann übrigens das Datenbankverzeichnis festgelegt werden. Das heißt, das ist ein Verzeichnis. Da liegen diese ganzen Daten drin in diesen DBF-Dateien. Und ich kann jetzt hier auch ein Verzeichnis angeben, zum Beispiel auf einem Netzwerk, Laufwerk oder so, im Netzwerk, dass ich eben von verschiedenen Arbeitsplätzen auch auf das Programm zugreifen kann und dann eben immer auf die aktuellen Daten zugreifen kann. Ich brauche dann natürlich entsprechend der Lizenzen, meinetwegen für zwei Arbeitsplätze dann oder für drei oder wie auch immer. Genau, das geht auf jeden Fall. Jetzt habe ich hier natürlich die vom Arbeiter B erfassten, ne, Daten hier drin und ich kann jetzt hier natürlich eine Auswertung machen. Ich kann sagen, ich will den Mitarbeiter von dem und dem Zeitpunkt hier auswerten. Ich kann sagen, ich will nach Ort zum Beispiel hier auswerten. Ich kann nach Tätigkeit Auswertung machen, nach dem Zeitraum. Ich kann nach Zeitraum sortiert nach Baustelle. Hier habe ich noch die Option Pausenzeit in Auswertung aufführen oder nicht aufführen. Ja, im Prinzip, das waren eigentlich jetzt ziemlich jetzt die Optionen. Also ich kann ja die Auswertung machen. Ich kann, ach, hier oben noch natürlich die Sache ausdrucken. So. Ich noch irgendwas? Administrator hat man. Benutzer verwalten. Vorgabetexte. Ach ja, ich kann hier noch Vorgabetexte festlegen. Für die Orte und Tätigkeiten könnte ich jetzt hier sagen, ich will verschiedene Orte festlegen. Und auch Tätigkeiten. So, und dann kann im Prinzip, wenn der Benutzer sich hier einloggt, kann der dann hier die vorgegebenen Texte praktisch auswählen und dann eben auch die vorgegebenen Tätigkeiten auswählen. So. Ansonsten werden dann hier, bei Tätigkeiten hatte ich jetzt ja nichts voreingestellt, da werden halt alle aufgeführt, die schon einmal benutzt worden sind. Genau, so. Ja, das war eigentlich so ziemlich das Programm.
Ja, ich stelle jetzt hier jeden Tag Programme auf dem Kanal vor. Wenn euch das gefällt, dann abonniert den Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Video.